Das Rheingold ist in mehrerer Hinsicht eine revolutionäre Oper. Dass wir ein Vorspiel haben, hat vor allem damit etwas zu tun, dass Wagner gar nicht eine Tetralogie, sondern eine Trilogie wollte, um sich damit eigentlich an die klassischen griechischen Dramen zu orientieren. Nun haben wir eben eine Oper, die tatsächlich in einem 2,5-stündigen Vorspiel ganz kompakt auf jede Form von Arie verzichtet, auf jede Form von klassischem Aufbau, sondern auf ganz revolutionäre Art und Weise einen Kosmos entfaltet, der dann über 3 Abende hinweg ausgestaltet wird. Das Rheingold gibt uns im Prinzip alle notwendigen Informationen, die wir brauchen, um die 3 nachfolgenden langen Opernabende auch verstehen zu können. Bei so etwas ist es natürlich wichtig, ganz klar zwischen Handlung und Inhalt zu unterscheiden. Worum geht es? Das heißt, wir haben 2 völlig unterschiedliche Ebenen. Es geht einerseits auf der Inhaltsebene tatsächlich um die Lieblosigkeit von Macht und die Machtlosigkeit von Liebe. Dieses Diktum wird eigentlich über 4 Abende hinweg ausgeleuchtet und wird inhaltlich auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen erzählt. Interessanterweise in dieser Inszenierung sogar schon im Rheingold auf eine ganz suggestiv-narrative Ebene, wie beispielsweise die Liebesgeschichte zwischen Freier und Fasold, die hier eigentlich, wenn man genau hinguckt, die ganze Siegfried-Brünnhilde-Geschichte schon vorwegnimmt. Die Handlung dagegen ist in etwa folgende: Den Titelhelden des Rheingold, das Gold, das auf dem Boden des Rheines liegt, dem begegnen wir gleich zu Anfang. Das Gold wird behütet von 3 Mensch-Naturwesen, den Rheintöchtern, und wird dann gestohlen. Man muss sagen, dass zu Anfang dieses Gold quasi vor sich hinstrahlt, also keinem weiteren Zweck dienen muss. Und was jetzt passiert, ist, dass der Zwerg Alberich das Gold raubt und es missbraucht. Er braucht es zu einem Zweck, er schmiedet es um zu einem Ring, um damit die Welt zu beherrschen. Das heißt, das Gold wird zu einem Machtinstrument. Das ist die Handlung der ersten Szene. Dann setzt eine, man kann sagen, fast parallele Handlung ein. Es gibt nämlich noch die Götter. Die Götter haben sich gerade eine neue, prachtvolle Burg bauen lassen. Und dem Göttervater Wotan schwant schon einiges an Unannehmlichkeiten, weil er für diesen Bau noch nicht bezahlt hat. Den Riesen, die diese Burg Walhall gebaut haben, hat er die Göttin Freya versprochen. Er will sie ihnen aber nicht wirklich geben. Nun kommen natürlich die Riesen und fordern ihren Lohn, und alle Götter sagen, das geht auf keinen Fall, Freya bleibt bei uns, auch weil sie von Freya die goldenen Äpfel, quasi das Lebenselixier der Götterpflicht, abhängig sind. Da ist guter Rat teuer, es kommt ein weiterer Gott, quasi in letzter Minute, bevor das Ganze eskaliert, Loge, und seht einen neuen Gedanken. Er sagt nämlich, ja, natürlich ist das toll, Freya, wunderbar, herzlichen Glückwunsch, liebe Riesen. Aber es gibt noch was, was eigentlich viel besser ist. Das hat nichts mit Liebe und Leidenschaft zu tun, was ja sonst alle Menschen bewegt, sondern es ist dieses Gold, das der Zwerg Alberich zum Machtinstrument umgeschmiedet hat. Also mit anderen Worten, die Macht und die zu erringen, das ist doch viel, viel toller als eine Göttin, eine schöne Frau wie Freya. Die Riesen lassen sich drauf ein, aber natürlich muss jetzt dieser goldene Ring erstmal Alberich abgenommen werden. Die Riesen gehen davon mit Freya als Pfand, und Wotan und Loge gehen stattdessen nach Nibelheim, der Heimat Alberichs, wo dieser schon einen ganzen
Apparat in Bewegung gesetzt hat, ein Produktionsapparat. Man denkt, das ist wie in einer Fabrik. Da sind alle Zwerge, die Bewohner Nibelheims, gezwungen, für Alberich zu arbeiten. Da kommen Loge und Wotan hin, um Alberich, diesen Ring, mit dem all das möglich ist, abzujagen. Den Ring und noch ein weiteres Instrument, den Tarnhelm, der auch aus diesem Gold gemacht worden ist. Ein Helm, der unsichtbar macht, weil klar, sonst würde man ja des Ringes beraubt werden können, während man schliefe. Aber wenn man unsichtbar ist, geht das ja nicht. Mit einer List nun gelingt es Loge und Wotan, Alberich gefangen zu nehmen. Sie führen ihn aus Nibelheim fort und können ihm letztlich auch das ganze Gold, den Tarnhelm und den Ring entreißen als Lösung, damit er wieder freikommt. Das ist nun natürlich Alberich überhaupt nicht recht. Er kann sich aber nicht wehren. Und was macht man an solchen schicksalhaften Stellen? Man verflucht alle die, die einem Böses angetan haben. Genau das macht Alberich. Er verflucht zwar nicht direkt Wotan und Loge, sondern er verflucht den Ring. Er sagt, allen soll er Unglück bringen, so lange, bis ich diesen Ring, den er ja selber geraubt hatte, aber das ist ihm natürlich egal, wieder in den Händen halte. Dann wird Alberich freigelassen, er verschwindet und bald sieht man dann schon, was dieser Fluch Alberichs tatsächlich bewirkt. Die Riesen kommen zurück, Wotan, der jetzt den Ring hat, ist schon so ein bisschen davon fasziniert, von dieser Möglichkeit, jetzt uneingeschränkt Macht ausüben zu können, und will den Ring erstmal nicht zurückgeben. Diesen Ring, der schier unbegrenzte Macht verleiht. Alle bestürmen ihn, doch letztlich bedarf es des Auftretens einer faszinierenden, für uns erstmal fremden Figur, Erda, die Urmutter, die Wotan ins Gewissen redet und ihn überzeugt, den Ring abzugeben. Und kaum ist das passiert, da sehen alle, wie Alberichs Fluch wirkt, denn die Riesen beginnen sich prompt zu streiten. Fasold und Fafner heißen sie. Dem einen ist doch Freier lieber, der andere giert schon auf die Macht und den Ring. Es endet letztlich damit, dass Fafner, der Riese, seinen Bruder Fasold umbringt, ermordet und mit seinem Gewinn abzieht. Diesen Fafner werden wir dann in Siegfried in Drachengestalt ja noch einmal wieder erleben. Dann ist ja auf den ersten Blick wieder alles in Ordnung. Die Götter sind wieder beisammen und sie haben ihr tolles Walhall, ihr neues Heim, das sie dann auch zufrieden beziehen. Wenn da nicht noch so ein Misston wäre, dass die Rheintöchter, diese Geschöpfe, die zu Anfang zu sehen waren, die eigentlich das Rheingold bewachen sollten, klagen aus dem Untergrund, dringt ihr Klagen herauf und sie wollen natürlich den Ring, das Rheingold, zurückhaben. Aber die Götter gehen darüber im wahrsten Sinne des Wortes hinweg und nur Loge bleibt am Ende zurück und fragt sich wohl, wie das Ganze enden wird. Und das erleben wir dann an den nächsten drei Abenden. Es ist ja so, dass Wagner den Ring des Nibelungen schrieb mit großem Interesse an einer menschlichen Figur, nämlich Siegfried. Er hat den ganzen Ring rückwärts konzipiert, rückwärts geschrieben, sodass wir von einem ganz klaren Menschen, einem ganzen vollen Menschen ausgehen, wie Wagner mehrfach betont hat. Und um diesen zu verstehen, nähern wir uns dann Oper für Oper rückwärts gesprochen, einer göttlichen Welt, einer Zwergenwelt, einer Riesenwelt, einer archetypischen Welt, um dann tatsächlich nicht nur den Sündenfall zu begreifen, den Wotan einerseits dadurch getätigt hat, dass er einen Zweig von der Weltesche abbrach, um daraus seines Speeres Schaft zu schnitzen. Diese Wunde hat der Baum nicht überlebt und die Welt der Esche verdorrt seitdem. Genauso haben wir natürlich den Sündenfall Alberichs, der die Liebe verflucht, um damit Macht zu erreichen, indem er das Rheingold raubt. Und damit wir überhaupt die Mechanismen
von der Machtlosigkeit der Liebe und der Lieblosigkeit von Macht begreifen, die auch unser heutiges tägliches Handeln noch bestimmen, hat Wagner also tatsächlich einen ganzen Über- und Unterbau, eine Götterwelt und eine Zwergenwelt erschaffen, damit wir die rein menschliche Seele zu begreifen lernen. Und so erleben wir tatsächlich vergötterte Menschen und vermenschlichte Götter in diesem wunderbaren Zyklus. Ich finde, das Gold ist natürlich ein ganz wunderbares Sinnbild für Macht, aber auch andererseits ist es ein Metall, also erstmal in der Natur vorhanden, ohne überhaupt von sich aus einen Zweck zu erfüllen. Der Zweck oder alles Weitere, auch die Faszinationskraft, die ist ja völlig vom Menschen abhängig. Das erleben wir im Rheingold ja auch durch die Fragen der Götter. Natürlich fragt Fricka, taugt das auch zum Schmuck? Das heißt, es sind auch ganz andere Möglichkeiten der Verwendung denkbar als die pure Umfunktionierung zum Machtinstrument. Und diese Vielgestalt des Goldes, das ist so ein Paradigma für so vieles. Dementsprechend wird es in Inszenierungen ja auch immer wieder umgedeutet. Mal ist es das Genom, dann ist es das Erdöl, dann ist es die Atomkraft. Aber eigentlich reicht kaum etwas an diese Vielfalt von Bedeutungen heran, die das Gold selbst ja für uns bis heute bewahrt hat. Auch wenn man natürlich das Gold in eine von diesen gerade genannten Elementen spezifizieren könnte, liegt die Bedeutung tatsächlich im Archetypus. Allerdings muss sich jedes Regieteam Gedanken darüber machen, wie man diesen Archetypus dinghaft erzählen kann. Ähnlich wie der Gral in Parsival. Wir haben uns nun dafür entschieden, da wir ein Spiel in der Deutschen Oper initiieren, tatsächlich das Gold auch sinnbildlich mit einem Alltagsgegenstand des Konzertwesens so zu objektifizieren, dass es als Machtinstrument dienen kann. Eingeführt wird es mit einer Trompetenfanfare aus dem Orchester. Was läge näher, dann tatsächlich dieses Instrument, dieses goldene Instrument als ein Sinnbild zu nehmen, um zu zeigen, es steht für all das, was man mit Musik erzählen kann. Das war uns wichtiger und schlüssiger, als tatsächlich innerhalb einer linearen Denkweise ein Objekt auszustellen. Gerade im Ring wird man merken, sobald man versucht, linear etwas zu begreifen, chronologisch etwas eindeutig zu machen, dass Wagner durch die Kraft seiner Musik einem immer wieder Schnippchen schlägt und deutlich macht, dass man mit einem zirkulären Verständnis, fast schon mit einem kugelhaften Verständnis von Welt, eigentlich überhaupt nicht eine eindeutige Zuschreibung machen kann, sondern vielmehr in seiner Wesenshaftigkeit Bilder lostreten sollte, da der wesentliche Rezeptionsraum von Kunst nach wie vor der individuelle Zuschauer bleibt und dieser diese Musik dann natürlich erst aktiviert. Das Großartige am Ring und am Rheingold, wie eigentlich bei fast allen wirklich bedeutenden Opern, ist ja, dass die wichtigen Figuren immer die Möglichkeit haben, sich für die eine oder für die andere Seite zu entscheiden, gut oder böse zu werden. Beides ist in ihnen angelegt. Das macht sie ja auch wieder so menschlich. Wenn wir Wotan ansehen, natürlich hat er ja schon zu Anfang kein sauberes Spiel mit den Riesen betrieben, wie sehr er durch die Aussicht auf Macht verlockt wird, auch vielleicht weitere Untaten zu begehen, Ungerechtigkeiten zuzulassen. Das erleben wir auch in dem Stück. Andererseits sehen wir auch Alberich, den Zurückgewiesenen, den Outcast, der ja eigentlich Liebe, Zuneigung möchte, sie aber nirgendwoher erhält und sich deswegen zur Rache entschließt. Das ist ja eigentlich ein eher positiv besetztes Grundmuster. Mit so jemandem hat man ja a priori Sympathie und stellt sich auf seine Seite. Und die anderen, die ihn zurückweisen, sind erstmal die Bösen. Das kehrt sich ganz schnell um. Aber es zeigt, wie komplex diese Figuren doch alle angelegt sind.
Koffer sind natürlich erst einmal Sinnbild für eine Reise, für eine Flucht, für ein Suchen, für eine Bewegung, für ein nicht mehr eines verlassenen Hauses, eines noch nicht angekommen Seins, ob es ein Urlaub, eine neue Heimat, ein Fluchtort ist. In Koffern hat man eigentlich das Persönlichste eingesteckt, eingepackt, zusammengelegt, zusammengerafft, um damit auf Wanderschaft zu gehen. Bei uns spielen diese Form von Bewegung eine ganz große Rolle, weil wir das Ganze in einen Kollektivrahmen gesetzt haben, der einerseits eine Brücke in unsere Gegenwart ist und andererseits gerade dieses Suchen des noch nicht angekommen Seins thematisiert, das eigentlich im Kern des Ringes steht. Wagner hat diesen Zyklus über ein Vierteljahrhundert geschrieben in dem Glauben, dass durch Kunst die Menschheit sich verbessern ließe, dass sich bestimmte Mechanismen der Gesellschaft verändern lassen können. Bevor er mit der Komposition des Ringes angefangen hat, war das Letzte, was er geschrieben hat, Lohengrin und gemerkt hat, dass dieser Idealismus nicht zu den Veränderungen führt. So hat er nach Lohengrin zwar sehr viel über die Oper geschrieben, allerdings nicht komponiert, sondern in revolutionären Schriften über das Genre, über Politik nachgedacht. Er selbst musste ja die Flucht ergreifen nach dem Maiaufstand 1849 in Dresden. Als politisch Verfolgter konnte er nach Zürich ins Exil flüchten, während Freunde von ihm zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden sind, wenn nicht sogar zum Tode. Diese Form von Bewegung in den Koffern, die uns scheinbar so vertraut ist, ist etwas, das wir als Prinzip vergrößert haben, dahingehend, dass die individuell reingetragenen Koffer auf der Bühne hinterher diese gesamte Bühne, diese gesamte Illusionswelt ausmacht und sich zu den unterschiedlichsten Berghallenformationen zu unterschiedlicher Größe und Tiefe gestalten lässt. Das zweite Element, das wir auf der Bühne sehen, von Anfang an, ist ein Flügel. Eigentlich ein ganz im Opernalltag banales Instrument, das wir über Wochen lang in den Proben benutzen, um das Orchester zu ersetzen, das ja erst zu den Endproben hinzukommt. Dieser Flügel, dieser Ausdruck von Normalität, von einem vielleicht vergessenen Instrument nach der letzten Probe, ist gleichzeitig auch ein Sinnbild für den Fantasie- und Illusionsraum, den Richard Wagner benutzt hat, um überhaupt diese Welt zu öffnen. Er hat natürlich den Ring an einem Flügel komponiert. Er hat an einem Flügel den Ring zum ersten Mal in Zürich dann der Öffentlichkeit vorgestellt. Er hat also tatsächlich seine gesamten Impulse auf diesem Instrument so weit in Form gebracht, dass wir sie nutzen können und dann mit Bildern belegen. Deshalb ist bei uns der Flügel ein Tor, das alles aufsaugen kann, aus dem alles herauskommen kann und an dieses Tor sich immer wieder die unterschiedlichsten Figuren setzen, um tatsächlich zu versuchen, dieses Spiel zu bestimmen, einzugreifen und zu manipulieren. Und diese Doppeldeutigkeit von eigentlich alltäglichem Gegenstand des Spielmechanismus, in dem wir uns bewegen, und gleichzeitig einem ganz einfachen Dingsymbol, das für ungeheure Welten, für Möglichkeiten und fantastische Räume stehen, waren der Ausgangspunkt, um dann in Kombination mit einem kleinen weißen Taschentuch, das bis hin zu einer riesengroßen Projektionsseite den Raum ausfüllt, tatsächlich ohne die Alltagswelt zu verlassen, sondern nur zu vergrößern, eigentlich mit einem modern angestrebten Blickwinkel auf den Mythos uns dem Bühnenfestspiel zu nähern.